Herzlich willkommen auch wieder dieses Jahr zu unserer Ausgabe für Weihnachten, zu unserer Is Young Sendung. Und ich glaube auch bei uns war Amazon Co. mal wieder pünktlich, denn wir haben hier ein riesiges Paket stehen. Und oh, das ist ein Geschenk von Bianca. Zu Weihnachten ein würdiger Gegner. Hallo Simon! Ja, ich mache eine Undercover-Reportage als Geschenk, so Inside okay. Und sowas. Nein, Bianca hat dir einen würdigen Gegner geschenkt, nachdem sie selbst immer verliert. Das kann ich mal gebrauchen, ja. Ja, und deswegen müssen wir mal gucken, in was wir uns dann am besten duellieren könnten, um rauszufinden, ob ich ein würdiger Gegner bin. Hast du noch schon eine Idee? Ich muss auch noch überlegen. Gut, dann während wir überlegen, begrüßen wir erstmal hinter uns unsere Band, die Apes aus Coburg. Und ich muss jetzt mal aus meinem Geschenk raus. Ja, viel Erfolg. No one understands what's life, and no one can stop the time. Every minute dies, a man becomes a creature of the day. Your dreams come true, your eyes in bloom. The sky is full of stars, and soon you want a big house, you want to be free. You want a wife, a dog, and a dream. Dazzling light is on the floor, and we open up our eyes. No one's singing lullabies on the mission to the moon. Accomplishments will be done before the rain begins to fall. Lying on your bed, guitar aside, and think about all the pain on earth. No time for a god, no time to run. Look to the ocean, look to the sky. You want a big house, you want to be free. You want a wife, a dog, and a dream. Dazzling light is on the floor, and we open up our eyes. No one's singing lullabies on the vision to the moon. From outer space and lost in time, evolution of the night. Remember good times that we left behind. Dazzling light is on the floor, and we open up our eyes. No one's singing lullabies on the vision to the moon. From outer space and lasting time, evolution of the night. Remember all the good times that we left behind. Left behind, left behind, left behind. Yeah.
revolution of the night. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, wir haben in der Zwischenzeit was gefunden, nämlich. Ja, da standen zufällig zwei Pakete gleich noch mit unserem Namen drauf. Unschön farblich kodiert. Ja, passend, finde ich. Also, das ist schön. Reichen. Und an Weihnachten ist es ja auch immer ganz wichtig, Geschenke jetzt auszupacken. Also, das ist ja quasi der Sinn. Also, deswegen feiern wir ja Weihnachten. Und deswegen würde ich sagen, wir machen ein Duell im schnellstmöglich Geschenke auspacken. Und ich habe gehört, da drin ist auch noch was versteckt. Da ist was versteckt und wer es schafft, als erstes das, was da versteckt ist, auszulösen. So, jetzt müssen wir, das ist irgendwie. Ja, und dabei weiter zu moderieren, das wird. Ja, ja, weiter moderieren. Warte mal, ich okay, so, wir können auch einhändig auspacken. Einhändig auspacken, dann wird schwierig. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ha, ich glaube, ich gewinne. Und ich moderiere weiter. Jetzt haben wir eindeutig, wissen wir ja mal, der Bessere hier ist. Ha, gewonnen. Aber fast gleichzeitig. Fast. Also ich nah an der Kategorie würdiger Gegner, würde ich sagen. Würde ich sagen. Und nachdem wir ja jetzt beide festgestellt haben, dass wir beide super sind, haben wir uns einfach verbündet. Und zwar fürs diesjährige Weihnachtsduell. Und dann natürlich doch wieder gegen Bianca. Gegen Bianca, aber auch gegen Andrea, die seit langem mal wieder vor der Kamera zu sehen ist. Und raus kam dann das Einpackduell. Vor dem Auspacken steht ja bekanntlich das Einpacken und wir haben Geschenke verpackt. Diese wunderschönen Geschenke, sie sind hier, also da hinter Simon stehen auch noch. Es gibt insgesamt 6 Geschenke, 3 pro Team haben wir verpackt. Ja, und vielleicht habt ihr auch schon auf Facebook gesehen. Da haben wir nämlich die Abstimmung laufen. Wir können auch jetzt noch abstimmen für unser Gewinnspiel dieses Mal. Es war die Hauptkategorie, also diese beiden Kartons. Da hieß es möglichst schön und ordentlich und akkurat. Da sind 2, also welches jetzt welches ist, verraten wir noch nicht. Es geht ja noch um die Abstimmung. Das Schönere ist natürlich unseres. Ja, das Schönere ist unseres, das ist klar. Und dann hier, man sieht da hinten das Rote und das hier, das war die zweite Kategorie. Da ging es darum, das sind 2 Objekte drinnen, die mussten zusammen verpackt werden. Und diese 2 Objekte waren jeweils Kugeln und die mussten in der Kategorie tobt euch aus. Genau. Also tobt, ich glaube, die rosanen Glitzersterne zeigen deutlich. Da wurde jemand sehr wild und hat sich richtig krass ausgetobt. Ja, und auch es gibt Vermutungen, wer das wohl gemacht hat. Hm. Ja, und ich würde sagen, ihr schaut einfach mal rein. Ja, reinschauen ist ein gutes Stichwort. Eigentlich sollten diese rechteckigen Kartons ja was anderes sein. Stimmt, ja. Ja, da sind jetzt einfach nur so Kartons als Platzhalter drinnen. Aber eigentlich sollte in diesen Kartons jeweils ein nagelneues Monopoly-Spiel sein. Dieses spezielle Fürth-Monopoly. Wir haben es leider nicht rechtzeitig bekommen, um es einzupacken. Dann wollten wir es einfach so verlosen. Wir bekommen noch eins, oder? Ja, wir bekommen noch eins, aber wir haben es also auch nicht rechtzeitig, um es heute zu verlosen. Und eigentlich bekommen wir es nicht wir, sondern ihr. Und zwar, wenn ihr mitmacht. Und zwar auf Facebook sind 2 Bilder. Einmal dieses einzelne Geschenk hier und das da. Ihr klickt auf das Geschenk, das ihr für schöner und akkurater eingepackt haltet. Und geht dann auf den Hauptbeitrag und kommentiert mit, ich will gewinnen. Oder ich glaube, irgendwie so etwas. Müsst auch alles auf Facebook erklärt dastehen. Und ihr habt noch bis zum Ende der Sendung Zeit, bisschen vorher kommt dann die Auflösung. Also haut rein und beeilt euch. Genau, und jetzt abstimmen, dann kommt ihr in unser Abstimmungsglas und jetzt seht ihr dann, wie wir es eingepackt haben, der Beitrag Weihnachtsduell 2016. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist
Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen was übrig, aber macht ja nicht so. Du kannst auch was rausschneiden, stimmt's? Das heißt, wir können auch nur das Geschenk finden. Oh. Ja. So, reicht das noch? Das ist eine schöne Kante noch. Aber wollen wir das nicht andere Mal machen, weil das ist ja erstmal. Das muss man so. So. Dann läuft das. Ja, bestens, wir sind eigentlich gleich fertig. Ja, wir brauchen noch ein bisschen, aber wir geben uns ja auch Mühe. Es soll ja auch gut aussehen. Seid ihr schon am Weben? Ob ihr schon am Weben seid? Wir haben einen Karton. Ja, weil das dauert am längsten. 21 Minuten. 9 Minuten sind schon rum. Ach, bestimmt. Wir waren jetzt durch die dreifach gerollte Kante von der Stelle. Das ist jetzt an der Stelle auch einfach etwas erhaben. Oh mein Gott. Oh, oh, das glitzert nicht nur. Es leuchtet. Das Gefühl, unsere Sprüche werden nicht so gut angenommen, wie sie gemeint sind eigentlich. Was du da willst, du nicht? Ja. Kaum ist die Kamera auf ihn gerichtet, lässt er alles fallen. Wehe, das wird weggeschnitten. Das wird ein richtiger Ballon. Nein, das ist lustig. Cool wäre es gewesen, alles komplett einzubinden, aber... Ja, perfekt. Abschneiden, oder? Ja, komm her, ich reiß ab. Ja. Genau, dann einfach ein Band kleben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, das war das Einpackduell. Und ich würde sagen, man muss dazu nochmal erwähnen, wer einfach akkurat einpacken kann und wer dazu noch Batterien braucht. Genau. Und jetzt wisst ihr ja, von wem was ist. Ja, so nachhaltig und mit Recyclingpapier oder irgendwie mit Plastik und Glitzer und Also unser Papierkorb war ungefähr bis hierhin voll und der vom anderen Team war ungefähr hier so. Ja. Und der Rest wurde in die Asse gekippt. Ja, also... Nachhaltigkeit war jetzt nicht die Aufgabe, aber wer das auch mit bewerten will, dann wisst ihr mal, wo ihr eure Stimme abgeben müsst. Nur so als Hinweis. Gut, zu Weihnachten gehört ja auch immer so wunderbare Musik. Also ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Nur mal schauen, ob du das erkennst. Vielleicht zerstöre ich einfach mal den Weihnachtswunder und sage, ich würde es jetzt nicht erkennen, wenn wir es nicht zufälligerweise vorher schon mal geredet hätten. Ja, wir haben es geprobt und deswegen, also es ist... Es wurde nicht besser. Es wurde nicht besser, nein, aber ich kann es ja nochmal für die Zuschauer, Moment so. Wahnsinnig akkurat gespielt, also es gibt auch einen Grund, dass ich hier sitze und nicht auf der Bühne stehe. Es war natürlich die... eine Stelle von Last Christmas, der Weihnachtssong, der wunderschöne. Und ab sofort solltet ihr es nicht vermeiden können und dieses Lied hören müssen, dann werdet ihr diese Stelle raushören und ihr werdet das Xylophon im Ohr haben. Ich habe es tatsächlich bis letzten Sonntag, als wir die Moderation geschrieben haben, vermeiden können, dieses Lied zu hören. Dann, du wurdest vorher noch nicht gewähmt? Nein. Also für dieses Jahr? Ja, für das Jahr nicht. Und dann mit dir schon. Aber irgendwie so eine komische spanische Version von Last Christmas. Es wird nicht besser. Ja, wir hören lieber, oder ich zumindest, eigentlich bessere Musik. Und bessere Musik gab es zum Beispiel beim Nürnberg Pop, bei denen die liebe Bianca und der Timo vorbeigeschaut haben. Genau, und da haben sie natürlich dann nicht nur vorbeigeschaut, sondern auch was gefilmt. Und deswegen jetzt ein Beitrag von uns über Nürnberg Pop. Clip ab! Ja.
Hey, wir sind heute beim Nürnberg Pop Festival. Wir stehen hier vor einem der Locations. Hier werden verschiedene Bands präsentiert und auch verschiedene DJs spielen. Wir zeigen euch jetzt, was wir heute schon alles erlebt haben. Oh, oh, lass uns fliegen. Hey, sag mal, die Quantität hat los. Bring nicht die Angst des Groß. Und ich weiß nicht damit umzugehen, ey. Sieh mich nicht an, ich bin verloren. Denn Motivation und Inspiration sind entflohen. Wir haben heute jetzt schon mega, mega coole Acts gesehen und schauen uns jetzt noch den letzten an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, Simon, warum machen wir als Vierter eigentlich einen Beitrag zum Thema Nürnberg Pop? Ich weiß nicht, aber mir ist es ehrlich gesagt auch herzlich egal. Ich bin ja sowieso ziemlich außenstehender, ich komme gar nicht her und ich kann das Ganze nicht so wirklich nachvollziehen, diese ganze Rivalität. Und ganz extrem wird es ja immer beim Fußball, wenn es dann ums Derby geht, da drehen die Leute ja fast durch. Ja, und es ist schon richtig, aber es ist halt auch was Besonderes, so ein Derby und dann Nürnberg und... Aber es gibt da jetzt auch noch ein spezielles Derby, da ist es eben nicht so, dass man... direkt in einer Stadt aufeinander trifft, nein, in zwei getrennten Städten, also in Nürnberg und Fürth, wird Fußball gespielt, aber auf der Playstation und jeder bleibt in seiner Stadt. Also du meinst, damit nicht irgendwelche Autos brennen. Ich glaube nicht, dass das deswegen so gemacht wurde, aber fragen wir doch einfach mal selbst hier die Teilnehmer und einen der Organisator oder den einen Organisator, werden wir dann erfahren. Einer der Organisatoren. Genau. Ja, dann erste Frage, fangen wir gleich mal an. Wer seid ihr denn eigentlich? Fangen wir nochmal mit euch an. Ich bin der Oskar und bin 13 Jahre alt. Ich bin der Noel und bin ebenfalls 13 Jahre alt. Ich bin der Florian und ich bin 29. Das hättest du auch nicht sagen müssen. Du hast ja gesagt, du hast das organisiert, da ist das nicht so entscheidend.
Du hättest jetzt auch 14 sagen können, ich hätte es dir auch geglaubt. Ja, ich habe versucht, mich jung zu halten, ja, durch Zocken. Ja, so Sonnenlicht meiden und sowas. Genau. Ja, und was ist jetzt dieses Derby 2.0? Also Derby 2.0 ist im Kern so, dass man an zwei verschiedenen Orten, in dem Fall einmal hier in Fürth und einmal in Nürnberg, gegeneinander FIFA spielt. Ist ja das bekannteste Fußballspiel der Welt. Und Nürnberg und Fürth haben ja so eine traditionelle Rivalität. Und der Kniff dahinter ist auch, dass man das nicht einfach nur getrennt in den Räumen und man kann nur über die PlayStation miteinander interagieren, sondern das Ganze wird auch noch mit Hilfe von Skype und Twitch ein bisschen interaktiv begleitet, sodass man auch mit den zwei Veranstaltungsorten interagieren kann. Und was ist oder wie ist die Geschichte? Woher kommt das Ganze? Weil du sagst jetzt, in diesem Fall hat es vorher schon mal jemand anders gemacht? Nee, also wir haben das dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht. Letztes Jahr war es das erste Mal und da war es im Rahmen des Kulturgroßraumprojekts Networks 15. Das war ein Projekt der drei großen Städte Nürnberg, Erlangen, Fürth und Schwabach, wo das übergeordnete Thema digitale Kommunikation und Kultur war. Und jede Stadt hatte so ein bisschen sein Themengebiet. Nürnberg und Fürth haben sich ein Thema geteilt, das war das Thema Games. Und dann haben wir uns irgendwann mal in der Planung zusammengesetzt, zusammen mit dem Kunstkulturquartier in Nürnberg und der Deutsche Akademie für Fußballkultur, so ist es richtig, und haben dann sozusagen dieses Derby 2.0 entwickelt, wo halt verschiedenste Elemente auch auftauchen, die ja mit digitaler Kultur oder Kommunikation zusammenhängen. Also Skype, Livestreaming via Twitch oder YouTube, Games sowieso, also ich meine, Mehrspielerspiele sind beliebt wie eh und je. Gerade FIFA ist einer der erfolgreichsten Multiplayer-Spiele überhaupt, gerade in Deutschland. Ja, und das Ganze halt auch vielleicht mit einem anderen Charakter, also weniger diese klassische, leicht negativ behaftete Rivalität, ein wenig mit einem positiven Impuls da was beizusteuern, weil also wir hatten am Schluss keine blauen Augen und hatten uns danach noch alle lieb. Genau, und zwei der Teilnehmer haben wir eben auch da. Genau, und jetzt komme ich mal zu euch eben. Ihr habt ja wahrscheinlich vielleicht nicht so eine lange Ausführung gehört, worum es da geht und wieso das gemacht wurde, aber wie seid ihr denn dann eigentlich drauf gekommen, da mitzumachen? Naja, wir spielen halt auch hobbymäßig sehr viel FIFA, haben das dann auch in der Zeitung gelesen und dachten uns einfach, dass wir da mitmachen. Und er hat dich überzeugt oder er du ihn oder wie rum lief das? Ja, also er hat mich überzeugt, er hat mich angerufen und dann wollte ich auch mitmachen und wir waren auch sehr gespannt auf das Derby. Und ihr habt dann extra vorher trainiert, habe ich gehört, glaube ich auch, oder? Ja, wir haben uns schon stark vorbereitet und haben eigene Taktiken ausprobiert und ja. Ja, und wie lief dann eigentlich euer Spiel an sich dann? Also am Anfang sind wir nicht so stark ins Spiel reingekommen, da waren wir dann nicht so gut, aber dann nach dem ersten Tor haben wir sehr viel Druck gemacht und haben dann das Spiel, also 3-2 gewonnen und ja, sehr fair eigentlich. Und wie sieht es dann so mit Auswechslung aus? Gibt es auch Ermüdungserscheinungen dann irgendwann an den Fingern oder alles noch in Ordnung bei euch? Ja, ist alles noch in Ordnung. Ja, ja, ihr habt dann auch wirklich überzeugend gewonnen? Ja, wir haben überzeugend gewonnen nach meiner Ansicht. Also wir haben halt, am Anfang waren wir sehr aufgeregt und angespannt, dann haben wir sehr viel Druck gemacht, 3 Tore hintereinander geschossen und dann haben wir es eigentlich souverän runtergespielt. Für Fürth nehme ich auch an, ne? Ja, natürlich. Sonst hätten wir euch wahrscheinlich auch nicht eingeladen, stimmt's? Nein, das ist überhaupt nicht parteiisch, dass wir den Fürther Organisator und zwei Fürther spielen. Ja, was war so das Spiel? Also wie lang ging ein Spiel? Also ein Spiel ging insgesamt 10 Minuten, also jeweils 5 Minuten Halbzeit und es waren immer 2 gegen 2, die angetreten sind. Wie viele Mannschaften? Es waren insgesamt 7 Stück pro Stadt, also 14 insgesamt. Und ich glaube, ab Spiel 5 war dieses Jahr relativ klar, wer da der Sieger ist, falls du das auch noch wissen willst. Ja, ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Da steht so, Moment, da steht, man kann den Text, glaube ich, ganz harmlos lesen. Da steht drauf, wer dieses Jahr das Derby gewonnen hat. Haben wir den Pokal da? Ich dachte, wir hatten vorhin einen Pokal. Wir haben leider den Pokal jetzt heute nicht da. Dann frage ich euch noch ganz schnell mal,
Was war euer persönliches Highlight denn so? Gab es irgendwas, wo ihr euch richtig gut daran erinnert habt? Irgendein richtig geiles Tor oder mit anderen Spielern geredet, Taktiken ausgetauscht? Naja, also am Ende war es halt einfach am besten, wo wir dann wirklich wussten, wir haben nicht nur den Derby-Sieg, sondern halt insgesamt den Derby-Sieg. Und es ist dann auch ein schönes Gefühl, den Pokal hochzuhalten. Ja, also für mich war der geilste Moment, wo wir hier reingekommen sind und erstmal alles gesehen haben. Und dann auch, wo wir gespielt haben. Ja. Und im echten Leben seid ihr dann auch im Stadion dabei oder zumindest vom Fernsehen anfeuernd? Oder? Ja, nee, wir sind immer im Stadion dabei. Eigentlich. Ja, wir haben auch beide schon lange eine Dauerkarte und sind immer dabei. Ich hoffe ja mal noch ohne Bengalos, ganz brav, aber... Nee, eigentlich nicht. Schon mit. Ach so, okay. Die echten Fans eben. Und wie schaut's aus? Nächstes Jahr wieder? Naja, also wenn man sich jetzt den Gesamtpunktestand anguckt, müssten wir es eigentlich nächstes Jahr wieder machen. Beim ersten Jahr haben die Nürnberger gewonnen, in dieses Jahr die Vierte. Also es müsste eigentlich noch auf eine dritte Runde hinauslaufen. Das ist aber alles noch nicht festgelegt, also da kann man noch nichts dazu sagen. Vielleicht, wenn dann alle mal aus der Winterpause raus sind, überlegen wir dann, ob wir es nochmal machen und wann und wo. Und ihr werdet wieder dabei? Titel verteidigen? Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder dabei sein dürfen. Ja, es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und wir wollen uns nochmal bedanken, dass wir überhaupt mitmachen durften. Ja, sehr gerne. Ist doch ganz toll, wenn da ganz viele Leute, also auch gerade junge Leute, immer dabei sind. So eine Abwechslung und dann hoffen wir doch, dass es nächstes Jahr geht. Und jetzt, hast du noch eine Frage? Ich habe auch keine mehr auf dem Zettel. Jetzt eine Frage da oben. Ihr Apes, ihr seid ja aus Oberfranken. Oberfranken, ne? Ist das schon noch? Coburg. Ja, wie seht ihr so als Außenstehende diese Rivalität Nürnberg-Fürth? Also ich bin für Fürth, weil ich bin Dortmunder. Oh, ein Dortmunder für Fürth. Ich wiederhole es jetzt nur kurz. Ja, dann. Die Nürnberger sind mit Schalke zusammen. Ja, die Nürnberger sind mit Schalke zusammen. Dann muss der Dortmunder klassisch für Fürth sein. Und sonst irgendwie Clubfans dabei? Nix? Wunderbar, dann dürft ihr noch eins spielen. Die trauen sich jetzt auch gar nicht, Jakob. Dann dürft ihr jetzt noch eins spielen. We live in a small cave, but that's more than other people ever get. Stop waiting for a wonder, feel alright if you are near. My eyes are closed, no more hair. This world's a place I wanna disappear. You help me stay, 'cause I'll be back. Together we are on the right track. They seem so far away, but I will try to love you every day. No, I don't mean no promises at all, because we know to ashes we will fall. I belong to you, you belong to me. I belong to you as long as you belong to me. Seven sins, devil's face, troublemaking human race. Take my hand, hold it tight, lose all your pain and feel alright. The world keeps spinning round and round. Sometimes you're up, sometimes you're down. I know, heard it several times before. The sky, the stars, they seem so far away, but I will try to love you every day. No, I don't need no promises at all, because we know to ashes we will fall.
you. You belong to me. I belong to you as long as you will not fail. I belong to you. You belong to me. I belong to you as long as you belong to me. You belong to me. I belong to you as long as you belong to me. I belong to you. I belong to you as long as you belong to me. You belong to me. Dankeschön. Dankeschön. Also wir kommen jetzt mal zu euch auf die Bühne. Wir haben da nämlich noch ein paar Fragen. Und während wir das machen, können wir vielleicht ganz schnell nochmal das Gewinnspiel erwähnen. Oder? Genau, noch 3 Minuten habt ihr Zeit abzustimmen, welches das Schönere ist. Ja, welches Geschenk findet ihr denn schöner? Ja, das, was nicht leuchtet und beeinflusst die Leute. Also von mir ist das linke, würde ich sagen. Also auch das ohne Leuchten. Ja, das von vorne das rechte. Auch das, gut. Ich finde es mit dem Leuchten besser, weil es passt besser zu unserer Bühnendeko. Okay, also wir haben 3-1 Stimme noch, die können wir dann noch draufzählen. Dem Schlagzeug dann bitte den Ton dann ausschalten später. Ah, Mist. Gut, und jetzt eigentlich zu unseren eigentlichen, das ist immer so voll, ja, ich suche mir noch ein schönes Plätzlein. Ich meine, ihr habt auch hier euer halbes Wohnzimmer hier mitgebracht, ist gar nicht ja, so viel Platz hier mehr. Da Oma noch die Lampe geklaut, also. Wo habt ihr denn, erste Frage, wo habt ihr denn die Lampen her? Ja, von der Oma Ikea. Und ihr heißt The Apes. Ich glaube, ja, stimmt. Da steht überall. Ja. Wisst ihr, dass heute der Welttag des Affen ist? Selbstverständlich. Deswegen habt ihr uns eingeladen, oder? Ja. Selbstverständlich wissen wir das. Ja. Heißt er an anderen Tagen auch The Apes oder nur heute? Nur heute. Der Lampen. Am Welttag oder Weltjahr des der Lampen heißt. Ja, die Lampen. Der Nachttischlampen. War ihr euch eigentlich bewusst, als ihr den Namen gewählt habt, dass wenn man euch rückwärts liest, einfach Seepalastschriftverfahren rauskommt? Ja, na klar. Selbstverständlich. Das ist alles verschlüsselte Botschaften. Gut. Zu den ernsthafteren Fragen. Wo kommen die her? Coburg. Ja, Coburger Gegend, ja. Nicht direkt. Ja, Oberfranken. Wir sagen einfach Oberfranken, ja? Ja, Oberfranken. Wir sind ein bisschen verstreut, aber... Also du bist im Prinzip für die Globalisierung Frankens und sagst einfach Oberfranken. Was Franken zu Sachsen? Aus verschiedenen Zoos. Vielleicht. Alles eins. Und wir hatten, das letzte Mal, ihr seid nämlich mal eine Band, die zum zweiten Mal zu Easy Young kommt, aber in anderer Besetzung. Was hat sich geändert? Ich bin der Neue. Der neue Affe. Und vor 2 Jahren müsste es gewesen sein, wart ihr da? Da stand in unserer Beschreibung Konfetti-Rock aus Coburg. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben Konfetti geschossen und du hast uns heute gesagt, wir dürfen das nicht mehr und deswegen sind wir jetzt kein Konfetti-Rock mehr. Ist doch ganz logisch. Ja, ich wegen Öko, deswegen ja auch ein Recycling-Papiergeschenk. Ja, das war Recycling-Konfetti. Das waren andere Zeiten damals, Jakob. Jetzt kommen wir mal wieder raus jetzt. Gut, ich wollte einfach nicht kehren. Ja, er ist ehrlich.
Und wenn ihr jetzt aber, ihr habt vorhin gesagt, Konfetti-Rock nennt ihr euch gar nicht. Wie nennt ihr euch denn, also wie beschreibt ihr euch denn sonst immer? Der Robert hat sich den Namen. Oh, ich habe mir nichts überlegt, nee. Der Ali hat noch nichts gesagt, der Schlagzeuger, den sieht man ja. So, dann kämpfe ich mich mal nach hinten durch. Das darf ich leider nicht sagen, weil sonst müsste ich hier alle... Mit Konfetti beschießen. Genau, deswegen bleibt es ein Geheimnis. Ja, wir sagen mal so, we funk you. Okay, und wenn man jetzt von den drei Songs, die ihr heute bei uns spielen darf, nicht genug kriegt, wo kann man noch mehr von euch finden? Gibt es eine CD? Die CD ist im Januar in einem großen Studio in Nürnberg. Oh, in Arbeit. Ja, sonst auf www.die-apes.de, dann kriegt man sämtliche Informationen. Facebook-Link, Link zu Soundcloud und sämtliche Sachen. Ganz einfach www.die-apes.de. Nächster Auftritt, irgendwas schon in Planung? Ja, und zwar, wir sind ja Anfang Januar im Studio. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause hier. Dieses Jahr das letzte Mal live hier. Und Ende Januar sind wir dann in Hof, soweit ich weiß. Ansonsten bei uns auf die Facebook-Seite schauen, da kann man mal nachschauen. Und wir haben auch gestern unsere 600 Likes durchbrochen. Und wir würden uns freuen, dass da noch welche dazukommen in Zukunft. Ja, heute. Dann schauen wir mal, vielleicht kommen ja noch ein paar Easy Young Zuschauer auf den Geschmack, wobei wir natürlich so treue Fans haben, dass die euch vor 2 Jahren schon geliked haben. Alle. Aber ich hoffe, dass bei euch auch welche dazugekommen sind. Ja, ein paar, stimmt. Also. Aber Deutschland, es gibt ja nicht mehr so viele Kinder. Ach ja, das ist, wurden gerade gezogen. Deswegen, ja. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Seid ihr eigentlich nur deswegen heute nach Fürth gekommen, damit ihr dann heute Abend noch auf den Nürnberger Christkindlesmarkt gehen könnt? Nein. Oder doch? Ich weiß nicht. Nein. Also der Schlagzeuger entscheidet. Nein. Habt ihr im Fürth keinen oder was? Doch, und ich finde den auch viel besser. Und Jakob hat auch gleich einen. Jakob hat nämlich gleich auch einen ganz unparteiischen Beitrag darüber gemacht, was denn hier in der Region die besten Weihnachtsmärkte sind. Ja genau, und den schauen wir uns an. Clip ab! Der Weihnachtsmarkt auf der Fürther Freiheit. Eine schöne Stimmung und übliches Angebot, insgesamt aber wenig wirklich Besonderes. 3 von 5 Christbäumen. Der Christkindlesmarkt in Nürnberg. Zwar weltbekannt, aber leider viel zu kommerziell und überfüllt. Insgesamt wenig, was wirklich herausragt. 2 von 5 Christbäumen. Der Mittelaltermarkt an der Fürther Freiheit. In dieser Form in der Region einzigartig. Sehr schöne Atmosphäre, leider insgesamt etwas eng und kommerzialisiert. 4 von 5 Christbäumen. Der Adventsmarkt in Poppenreuth. Von Ehrenamtlichen organisiert und deswegen leider nur an 2 Tagen am ersten Advent. Aber unschlagbar von Angebot und Atmosphäre. 5 von 5 Christbäumen. Die Kinderweihnacht am Nürnberger Hanssachsplatz. Direkt beim Christkindlesmarkt, zugeschnitten vor allem auf kleinere Kinder, die sich auch sichtlich wohlfühlen. 3 von 5 Christbäumen. Die Altstadtweihnacht am Wagplatz beim Fürther Rathaus. Mitten in der Fürther Altstadt mit viel Engagement und Liebe gestaltet und umgesetzt. 5 von 5 Christbäumen. So,
dann... Ah, jetzt sind wir wieder drauf. Ja, wir haben gerade, also es ist wohl die Auflösung da, wir haben gerade geflüstert bekommen, die Abstimmung ist durch. Und wie es so will einfach, 2016 ist einfach das Jahr des Wahlbetrugs. Genau. Auch hier ist das Ergebnis anscheinend irgendwie nicht ganz zufriedenstellend ausgegangen. Ja, also wir kriegen von hinten gerade schon angedeutet, dass das wohl alles mit rechten Dingen zuging, aber komischerweise haben die Mädels für ihr seltsames Glitzerleuchte-Dingsbums da 11 Stimmen auf Facebook bekommen und wir für unser akkurat und wunderschön gebautes Öko-Recycling einzigartiges Geschenk nur 8. Selbst wenn wir jetzt die 3-1 noch draufzählen, dann sind wir bei 11-12. Es langt leider immer noch nicht ganz. Also ich glaube, die Facebook-Fake News sind schuld. Ja, das habe ich ja. Das war ja auch wohl im anderen Fall das Problem. Also ich fürchte, Simon, du wirst dich das erste Mal der Bianca geschlagen geben. Und das mit einem so starken und treuen Verbündeten. Ja, es ist Simon, also da müssen wir noch dran arbeiten. Also sehr schade. Wir haben aber auf jeden Fall... Auch eine glückliche Nachricht. Genau, eine gute Nachricht. Es scheint, oder wir gehen mal davon aus, dass von den ganzen Leuten, die jetzt abgestimmt haben, die wollen dann ja noch was gewinnen. Die wollen hoffentlich mehr gewinnen als wir. Wir müssen jetzt mal gucken. Und jetzt haben wir hier ganz viele Namen drinnen. Und jetzt suche ich mir da einen freiwilligen Affen, der jetzt da mal einen Namen ziehen und laut vorlesen darf. Okay. Wo war der mit dem Ruder? Das mit dem roten Punkt war doch irgendwo. Ja, das mit dem roten Punkt. Du sollst blind schauen. Unparteiisch. Eben, parteiische Abstimmung. Das wäre ja wie. Aber wenn, noch heute. Wenn wir Werbung für unser Geschenk machen würden. Soll ich auch vorlesen? Ja. Noel. Noel hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Er ist zwar noch im Raum, aber er kann das Geschenk leider nicht mitnehmen, weil wir es ja selber noch nicht haben. Aber du wirst unser wunderschönes Fürth-Monopoly bekommen. Kontaktdaten haben wir eh. Und damit bedanken wir uns bei der Quizfee. Wir haben noch ein paar kleine Infos, die wir noch reinschieben müssen. Genau. Und zwar geht es bei uns im nächsten Jahr eigentlich erst wieder so richtig weiter. Dann allerdings für alle Interessierten, die vielleicht schon immer mal mitmachen wollten, am Montag ab sofort um 17 Uhr treffen wir uns immer hier im Connect im Straße. Theresienstraße 9 in Fürth. Theresienstraße 9, ja. Erster Stock und ihr findet uns dann schon. Genau. Und Redaktion ab sofort nicht mehr Mittwoch, sondern Montag. Und das erste Mal aber würden wir einfach bowlen gehen. Und zwar haben wir da den 16.01. eingeplant. Und ja, wer einfach mal Lust hat, da vorbeizuschauen und einfach sehen will, wer da so dabei ist und wie wir drauf sind, kann einfach gern vorbeischauen, wahrscheinlich vorher vielleicht einfach mal eine Mail hinschicken, damit wir auch zurückschreiben können, wo wir denn bauen, wo wir uns treffen und alles. Und wir freuen uns, falls irgendjemand Bock hat, mitzumachen. Genau, und jetzt schauen wir mal, verteilen wir noch ein bisschen die Geschenke hier, essen unseren Weihnachtsmann und lauschen der Musik von The Apes. Und damit fröhlich Weihnachten und guten Rutsch. Guten Rutsch. I'm a-going to the park for a walk to check some chicks. Gotta bring my six-string baby, get my chicks for free. Got a plate in my fingers bleed for the chicks. Pretty babies with the hair to my beat, lick the lips and breathe. Red, white, yellow, brown, I don't care, magic stick. Bring it on, shake your booty, move your hips, feel my feet. Pretty babies rip the guys when they see me, oh my lord. Want a piece of the D to the A, bring it on, bring it on, bring it on, shake your booty, move your hips, feel my feet. Hit my beat, drop your pennies if you feel me, here you go, here you go. I can have them all, but surely I can try. I'm the guy you've been warned about, but you can refuse. I'm a-going to the park for a walk to check some chicks. Gotta bring my six-string baby, pack
pocket full of tricks. Gonna play till my fingers bleed for the chicks. Pretty babies with the hair to my beat. Lick the lips and bleed. Black, white, yellow, brown, I don't care. Magic stick, bring it on. Bring it on, shake it, booty, move your hips. Feel my beat. I can hit them all, but surely I can try. I'm the guy you've been warned about, but you can refuse. I'm gonna make you cry, make you crawl down on your knees. I'm the guy you never see again. Want it, you get it. Left to the right, right to the left. Anywhere you want. You want it, you get it. Left to the right, right to the left. Ha! Anywhere you want. Wow! I can have them all, but surely I can try. I'm the guy you've been warned about, but you can refuse. I'm gonna make you cry, make you crawl down on your knees. I'm the guy you never see again. Dankeschön.